Galaktische Geschichte 66. Der Jedi-Bund. Der Fall von Exakon und die Zerstörung des großen Sith-Kriegs belasten das Gewissen der vieler Jedi schwer. Die Jedi scheren Krüder Drey und ihr Mann im Krieg verloren, wurde sich selbst schwer verwürfen, weil die Exakons Wandel zum Sith-Lord nicht vorhergesehen hatte und beschloss, etwas zu unternehmen. Nachdem sie jahrelang die Seher des Ordens ausgebildet hatte, gründet sie im Geheimen und ohne das Wissen des Rates einen Jedi-Bund, der die mächtigen Jedi-Seher zu einem Seherzirkel verbannt. Die Aufgabe des Bundes war einfach, Sith-Einflüsse zu erkennen und auszuschalten, ehe sie zur Bedrohung wurden. Finanziert durch Krüder Dreys Familienreichtümer, rekrutieren die benachteiligten Jedi, üblicherweise diejenigen, die als verschollen gelten, und ihm als Schatten und Agenten zu dienen, und suchten nach Sith-Artefakten, um sie zu zerstören. In der Zwischenzeit blieben seine Seher wachsam und mit Hilfe der Macht drohen unverfrühzeitig zu erkennen.